So, ich grüße euch. FIFA 14 Karrieremodus heute mal etwas anders. Wir haben Nationalmannschaft, WM-Qualifikation mit den Chilenen. Wir spielen hier auswärts in Ecuador. Da sehen wir gerade die Startelf und die Auswechselspieler jetzt auch nochmal schön bereitet. Auf dem Feld, wie sie aufgestellt werden, vorne Kerr Caicedo, das kann ich euch schon mal sagen. Und da ist unser Line-Up. Ein bisschen verändert haben mich da an eure Tipps gehalten. Alexis Sanchez auf der ZOM. Wir spielen auch hinten mit Medel neben Vidal, rechts Isla, Valdivia links und vorne Vargas. So, wie auf dem Weg nach vorne. Über Valdivia, linke Seite. Langes Ding nach vorne, Vargas nimmt den Ball an, flankt ihn rein. Und wir können es leider hinten nicht durchsetzen. Ecuador klärt. So, gute Balleroberung. Das ist Medel. Geht mal nach vorne und versucht es einfach mal. Aber dann doch ein paar Stockwerke zu hoch. So, sehr schön gespielt. Medel auf Vidal, der jetzt zurücklegt auf Vargas. Vidal geht durch, kommt aber nicht ganz hin. Wird dann noch gefoult und bleibt verletzt liegen. Das sollte noch eine Schlüsselszene sein dieses Spiels. Verletzung des wichtigsten Manns. Arturo Vidal, ihr seht, der liegt immer noch. So, sehr schön gespielt. Valdivia ist durch. Geht am ersten vorbei. Immer noch Valdivia. Jetzt spielt er nach vorne. Vargas und den muss er machen. Ball wird noch abgefälscht. Klasse Aktion von Eduardo Vargas. Jetzt kommt der nächste Ball. Vidal, ihr seht schon, unten ist verletzt. Ecke kommt rein. Kopfball. Letztendlich ungefährlich. Da sehen wir nochmal die Wiederholung. Dominguez. Ja, und da fehlen dann doch schon einige Meter. Nochmal aus einer anderen Perspektive. Ja, man ist schon zufrieden mit kleinen Highlights. Es gab nicht viel zu bestaunen. Und jetzt vielleicht die Kontersituation über Isla. Versucht das Ding lang zu spielen. Vorne ist Vargas und jetzt hat er doch die große Chance. Vargas vor dem 1-0. Nein. Er scheitert mit einer Glanztat des Keepers. Hier sehen wir es nochmal. Reflexartig zuckt da die Pranke nach vorne. Der nachfolgende Eckball über Sanchez. Kommt nicht schlecht und wieder ist es Dominguez. Und erneut ist der Keeper auf der Höhe. Also ganz, ganz starkes Spiel heute von Banguara, dem Keeper von Ecuador. Nochmal die Ecke, die nächstfolgende. Wieder Sanchez. Bekommen die Nachschusschance nochmal, aber dann ist es vorbei. So, kurz vor der Pause nochmal ein Anrennen unserer Chilenen. Contreras rechte Seite, Isla, den bekommt er noch, den bekommt er noch. Flanke kommt rein. Und Paredes hinten klärt, schlechter Ball. Und wieder treffen wir die Kiste nicht. Diesmal Alexis Sanchez, der Mann vom FC Barcelona. Ja, und da ist schon Halbzeit. Ich hätte euch gern mehr von Ecuador gezeigt. Es war aber nichts zu zeigen. Es war komplett harmlos, was die gespielt haben. Haben sich sehr oft verzettelt. Klein-klein gespielt. Das reicht dann einfach nicht. Nochmal ein paar Highlights hier aus der ersten Halbzeit. Vargas, der sehr oft den Abschluss gesucht hat. Das hier natürlich die größte Möglichkeit. Banguara, sehr gute Parade. Ja, und dann dieser Kopfball. Das waren die zwei größten Möglichkeiten, die wir hatten. Tja, ganz, ganz bitter für unsere Mannschaft. Arturo Vidal, der hat es noch versucht in der ersten Halbzeit. Aber er musste raus. So, gute Balleroberung. Jetzt ist De Jesus. Jetzt mal nach rechts spielt. Valencia. Es muss mehr kommen jetzt von Ecuador. Schönes Dribbling von Valencia. Das hat er drauf. Spielt zurück auf De Jesus. Der flankt in die Mitte. Und da sieht der Keeper gar nicht gut aus. Felipe Caicedo. Das war natürlich klar, dass der treffen muss. Mein spezieller Freund mit dem 1-0. Hier nochmal die Fehlerquette. De Jesus wird nicht richtig angegriffen. Flankt rein. Und zwei Männer inklusive Torwart schaffen es dann nicht, das zu verhindern. Ecuador mit der Möglichkeit hier eins draufzusetzen. Martinez wird nicht richtig attackiert, geht links hin, flankt den rein. Und was ein Fehler hinten. Fast das zweite Tor, Caicedo per Kopf, nachdem auch hier der Keeper nicht gut aussah. Da nochmal die Situation. Martinez Flanke, abgefälscht von uns. Und der Keeper klärt den zur Ecke, den hätte auch fangen können. Eckball, Martinez. Der Mann mit der 7, Ball kommt rein. Erazo verliert ihn. Vargas, super Ball im Konter jetzt. Valdivia ist durch, Valdivia schießt.
Und da haben Zentimeter gefehlt zum Ausgleich für unsere chilenische Mannschaft. Da haben wir es nochmal. Super Ball. Und er hat es schwer gegen drei. Erster Wechsel für die führenden Gastgeber. Montero für De Jesus in der Partie. Quiñones führt den Ball sehr, sehr lange. Kommen hier nicht zum Zugriff. Linke Seite Ramirez auf seinen Kollegen Martinez. Die kennen wir schon. Quiñones. Noboa, der rüberspielt. Glanzpass auf Valencia. Was macht er jetzt? Valencia. Dauert zu lange. Valencia in den Rückraum. Noboa spielt den Ball nach vorne. Immer noch kein Abseits. Abschluss. Und wir können es dann irgendwie klären. Ja, und dann war es schon vorbei. Ecuador gewinnt zu Hause durch ein Tor von Felipe Caicedo kurz nach der Pause, 51. Minute. Verdient, muss man sagen, mit 1:0. Bei uns kam einfach vor allem in der zweiten Halbzeit viel, viel, viel zu wenig. Tja, das muss besser werden gegen Kolumbien. Ganz klare Sache. So, da habe ich jetzt die Statistik für euch. Ihr seht es, 9-mal geschossen, 2-mal aufs Tor, das ist viel zu wenig. Ecuador da schon sehr, sehr effizienter. Hatten auch mehr Ballbesitz, also deutlich verdient. Passgenauigkeit war bei beiden Mannschaften gut. Schussgenauigkeit 22%. Also das sagt dann wirklich schon alles aus. Ja, bei den Spielerwertungen. Caicedo 7,6. Klasse. Ramirez 7,9. Und natürlich der Keeper Banguera mit einer 8,0. Also das war the man of the match. Ja, bei uns Ernüchterung. Dominguez 7,0. Kann man hervorheben. Vielleicht dann noch Sanchez mit einer 6,8, Valdivia, aber ansonsten war das eine absolute Katastrophe, was wir hier abgeliefert haben. Tja, auf Wiedergutmachung waren wir natürlich dann aus. Im zweiten Match, es ging dann zu Hause gegen die Kolumbianer, die genau einen Platz vor uns standen. Also wir könnten vorbeiziehen. Ganz, ganz bitter, Arturo Vidal ist 3 Wochen verletzt. Das heißt, er kann heute nicht mitspielen für ihn von Beginn an. Carmona mit der 8. auf dem Feld. Ja, und wenn wir auf Kolumbien gucken, da ist natürlich alles dabei, was Rang und Namen hat. Zuniga, Cuadrado, Guarín und dann vorne auch Falcao. James Rodriguez, der fehlt. Der ist noch auf der Bank. Vorne Jackson Martinez. So, wir mit der ersten Möglichkeit. Gutes Ding nach vorne. Da kommt er hin, da kommt er hin. Und er schießt ihn an den Pfosten. Vargas muss ihn eigentlich machen. So, erste Möglichkeit überhaupt in der Partie für die Kolumbianer. 11. Minute. Cuadrado, rechte Seite, Flanke kommt. Und vorne war schon Falcao, ganz gefährlich. Schön gespielt, Sanchez. Sanchez hat mal ein bisschen Platz, spielt den Ball nach vorne. Valdivia. Und ihr habt es wahrscheinlich gehört. Ihr habt es wahrscheinlich gehört, es war eine Abseitsposition. Ja, Kolumbien fiel nicht viel ein. In die Mitte, Carrascal. Zurückgespielt, Andrade, Martinez. Das dauert alles sehr lang. Spielt ihn raus auf Zuniga. Wieder Jackson Martinez. Der versucht es einfach mal, wird abgeblockt. Und es gibt Ecke. Fast schon eine halbe Stunde vorbei. Cuadrado bringt ihn. Und die haben vorne natürlich ein Kopfballmonster, aber das ist relativ easy zu klären. So, jetzt nochmal Chile. Contreras, rechte Seite. Spielt ihn in die Mitte. Da kommt Vargas. Vargas zieht einfach mal ab und das ist eine Glanzparade vom Keeper. Ja, da feiert er sich selber, hat auch einen Grund zu. Schöner Pass, endlich mal direkt gespielt. Vargas fackelt gar nicht lang. Mit einer Hand, klasse. Gibt dann auch die Ecke für uns. Carmona. Kommt hinten an den Ball und wieder abgefälscht. Das heißt, die nächste Ecke. 35. Spielminute, wieder Carmona. Torwart kommt, faustet ihn raus. Noch ist nicht Schluss. Rechte Seite, Carmona. Stoppt den Ball, macht er sehr gut. Carmona zieht einfach mal in die Mitte, kommt an allen vorbei. Aber auch vorbei am Tor. Und dann war auch schon Halbzeit. Nicht viel zu sehen von Falcao und Co. Also wir haben das Spiel eigentlich sehr gut gestaltet in dieser ersten Halbzeit. Leider ohne Torerfolg.
So, wir wechseln zur Pause. Huerta geht raus und Campos Toro in der Partie. Dann der Doppelwechsel nochmal für uns. Wir versuchen es. Linke Seite Kolumbien. Flanke kommt rein. Und das ist eine Glanzparade. Falcao, das alte Kopfballmonster. Mit einer ganz starken Aktion. Es sah wirklich sehr, sehr stark aus in der Luft. Kam sehr wenig von ihm. Bis dato. Die Ecke, die dann folgt. Amero bringt das Ding rein. Vorne ist wieder Falcao. Der kommt wieder an den Ball. Diesmal aber Bravo packt zu. Die sind schon kurz vorm Spielende. Nochmal Falcao findet Zuniga auf der rechten Seite. Der geht nach innen wieder auf die Nummer 9. Und jetzt haben wir doch nochmal die Konterchance. Kurz vor Schluss passierte nicht mehr viel. Sanchez. Sanchez, unten kommt Vargas und der schießt und scheitert wieder am Keeper. Eduardo Vargas hat einfach kein Glück in den beiden Partien, die wir gespielt haben. Da sehen wir das in Bedrängnis und klasse Parade. Was können wir aus der Ecke noch holen? 90. Minute, Carmona, nochmal lang. Wir bekommen den zweiten Ball, wieder Vargas. Spielt den Ball mit der Hacke zurück, das ist Carrasco. Aber auch er kann heute nicht zum Torerfolg uns führen. Und haben die letzte Chance nochmal, haben nochmal die letzte Möglichkeit und dann pfeift er es uns weg. Ganz, ganz bitter, diese letzten Szenen. Es bleibt beim 0:0. Ein Spiel mit einigen Torszenen, letztendlich aber konnte keine Mannschaft sich da wirklich einen Vorteil verschaffen. 0:0 hilft eigentlich keinem so richtig weiter. So, meine Lieben, da haben wir nochmal für euch aufbereitet die Spielinfo. Mehr Spielanteile für uns, mehr Ballbesitz für Kolumbien. Von der Passgenauigkeit nicht ganz so toll, von der Schussgenauigkeit genauso schwach wie gegen Ecuador. Bei der Spielbewertung sieht es so aus, dass wir bei Kolumbien eigentlich nur den Torwart Ospina und Zuniga nennen können, die ordentlich gespielt haben. Tja, und bei uns? Contreras, bester Mann am Platz, 7,9. Ansonsten sehr, sehr durchwachsen. Carmona, 7,1. Er konnte den guten Vidal relativ ordentlich ersetzen. Ansonsten durchwachsen. Ja, und das war's. Schreibt mir einfach mal rein, wie ihr das fandet mit den Highlights und wir hören uns dann mit Freiburg wieder. Macht's gut!